Na, und dass man nicht ein stylischer Abgang war. Wir wissen immer noch nicht, warum er Irish heißt. Gatekeeper, hier Fortress. Bitte wiederholen. Kontakt bricht ab. Over. Die Chinesen ziehen den Kanal nördlich des Fensters. Nicht in den Kanal ein. Nicht einpacken. Leck mich am Arsch. Sir, ich kann's mit dem Morsecode probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. Befehle, Sir? Sie schalten Radar, Sonar und jeden einzelnen Scanner an, den wir haben. Ich will wissen, in welche Scheiße wir geraten. Das waren die schlimmsten 3 Stunden meines Lebens. Nicht gerade die Heimfahrt, die ich mir gewünscht habe. Da ist die Valkyrie. Ja. Sie geht ihnen direkt in die Falle. Ankoppeln! Ankoppeln! Geht's dir auch gut? Koahase und Notration. Mein Magen dreht durch. Leck mich am Arsch. Prüf die Reißleinen! Wenn du kotzen musst, ziel auf die Feinde am Boden. Ausrüstung prüfen! Was sein muss, muss sein, Wrecker! Was sein muss, muss sein! Los geht's! Wieder geändert. Oh, das ist ja ein bekanntes Fresse da. Eine bekannte Ansicht, die wir da gesehen haben. Und die Valkyrie kriegt irgendwie immer was ab hier. Die hat schon ganz schön eingesteckt, die gute. So, aber erstmal jetzt vernünftige Waffen wieder. Zack. Und da wir jetzt wahrscheinlich im Schiffkampf sein werden, werde ich mir jetzt auf jeden Fall einen Schrot einpacken. Was haben wir denn hier alles so schönes? Das haben wir doch schon. Was packen wir da noch ein? Granatwerfer. So. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, ja. Deswegen machen wir jetzt auch Randale. Alarm. War das letzte Mal auch schon so. Hey. Hä? Wir erledigen sie und stoßen durch. Muss ich es jetzt nochmal machen? Nö. So, das Ding, das war das Ding. Granatwerfer stecken wir ein. Auf geht's. Den kriege ich ja jetzt nicht, das macht, müsst ihr dann tun. Ich will die Valkyrie wieder haben. Bitte, danke. Der hat sich schon verabschiedet. Alles klar, Wrecker! Aua. Irgendwie gibt es hier keine sinnvolle Deckung. Legen wir es einfach mal hier hin und gucken mal, dass ich da hinten jemanden erwische.
Tue ich aber nicht. Oh. Oh. Den haben wir aber gleich wunderschön erwischt. So, Valkyrie. Musste wieder kräftig einstecken. Na, der sich ja wunderbar selbst geblendet. So. Sag mal. Jetzt, weiter geht's. Oh. Gut, aber diesmal war es dann endgültig gewesen. Die war scheiße. Flups, ist der weggeflutscht. Diesmal war es das dann endgültig für das Schiff gewesen, weil jetzt, es ist um. Ich habe gesehen, der Turm hat sich gerade verabschiedet. Wo sind meine Leute eigentlich wieder? Guck mal da hinten. Eiern da rum, hört auf mit Zeug zu werfen. Na, wa. Da ist noch einer. Wo ist der? Da ist er. Komm, komm, komm. Zeig mir nochmal dein Gesicht. Macht er nicht. Meint sich. Ja, jetzt müssen wir Schrotflinten-Action machen. Denn die andere Waffe ist alle. Au. Oh, sieh mal eine an. Sieh ihm mal eine an. Das ist aber sehr praktisch. Oh. Oh, meine Squad-Leute können auch mal den hinter mir erschießen irgendwie. Das fuckt mich gerade richtig ab. So, tschüss. Den packen wir wieder ein. Ace 52 CQB. Aha. Verpiss dich. Deck gesichert. Garrison ist irgendwo da drin. Das stimmt. Ja, so kann jetzt jeder irgendeinen retten. Runter, noch eine Etage tiefer. Noch eine tiefer, hier.
ich habe ja extra Licht an. Komm. Oh. Die haben es kräftig abbekommen. Keiner, links. Ich übernehme den Gang. Erinnert ihr euch noch hier? Die Wartungsarbeiten. Scheiße. So, kein Lebenszeichen. Hier durch. Voll lass, du Wichser! Verdammt, Rack! Ich hätte dir fast schon wieder ins Gesicht geschossen. Du bist zurück. Tombstone ist noch am Leben. Leck mich am Arsch. Wir dachten, du wärst tot, Koppel. Ja, Mann. Scheiße, als ihr weg wart. Wo ist Ginger? Geht's ihm gut? Ich geht's noch? Es ist gut. Ja, Ginger ist in Sicherheit. Ich bringe euch hin. Sergeant Pekowski, was ist mit den Flüchtlingen? Marines, ihr bleibt bei ihnen. Tombstone muss zur Krankenstation. Nach Ihnen, Sergeant. Auf geht's. Sichert die Ecken. Ja, ja. Hey, Pack. Was ist in Singapur passiert? Wie bist du da lebend rausgekommen? Ich hab mich bei den Eiern, aber ich bin davon gekommen. Belass mich. Hab mich nur gefragt, wie du so ein dreckiges Mundwerk gekriegt hast. Das kommt daher, dass ich mit dem Loch im Bauch durch einen ewig langen Abfluss gekrochen bin. Näher an die Hölle kommst du nicht mehr. Platz bei mir, Rack. Wir greifen gleichzeitig an. Öffne die Tür. Los, los, los! Ja, wenn du Platz machst. Okay. Und hier gibt es auch endlich wieder Munition für uns. Ah, wunderbar. Kann ich mal mit der Schotte hier rummachen. Auch wenn hier viel drin gar nicht so falsch ist. Nicht nachgeben jetzt hier. Das Schiff hat schon so viel mit. Junge. Das war's. Ich könnte jetzt auch mitmachen, kommen Sir, wieder, ja. Wir sind unterwegs. Tombstone ist hier. Okay, Beeilung. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Sie waren mehrere Tage bewusstlos. Sie sollten nicht reden. Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nichts. Sie kommen. Shanks Männer. Hier. Nehmen Sie das. Sie müssen hier. Ich habe die Waffen abgelegt, Captain. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ihre Brüder halten Sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen, sie zu vernichten. Dann müssen Sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden Ihre Mission vergessen und die Waffen niederlegen. Dann lassen wir sie rein und warten ab. Ja. Das war ein Witz. Irish Wrecker, bewacht die Tür. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das kann ich nicht zulassen. Hören Sie zu. Wenn die Sie sehen, sind Sie tot. Nur diese Tür hält Sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeigen, nicht zu meinen Brüdern sprechen kann, ganz ohne Furcht, habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sergeant. Ich muss sagen, laut Monitor sieht so ganz gut aus eigentlich. Wireless. Ja, ist optimal. Besser kann es gar nicht sein. Hey, 你被骗了。如果你用一听我会告诉你的事情。tu es nicht. Tu es ja nicht.
Zurück! Zurücktreten! Der Penner hat's tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch drauf. Ach du Scheiße! Wo kam denn das jetzt her? Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard, der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts, alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rap und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Pike. Zeig's ihm. Wrecker, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjie. Wie sind die Jankang? Viel Glück. Okay, ich will einen Rip voller C4. Vorbereitet und startklar, sofort. Beeilung, wir sind unterwegs. Das war unglaublich. Ist er immer so? Ja, an seinen guten Tagen. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht. Heißt was? Hannah, hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Du bist in Ordnung, Hannah. Hier bitte, Sergeant. Du kommst nicht mit, Pack? Ihr bleibt am Leben. Das ist ein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf, solange wir weg sind. Hurra! Boah. Scheiße. Schnell weg. So, versenkt Shans Kriegsschiff. Das werden wir auf jeden Fall tun. Hoppala. So. Naja, versuch mal mit den Dingen so ein kleines Schiff zu treffen. Das ist fast unmöglich. Wir nähern uns unserem Ziel vom. Over. Oh. Wir geben Gas, natürlich. Immer doch. Ich fahre direkt drauf zu. Ich werde nicht gerade welche Luftsprünge machen. Sie haben es doch getroffen. Alles okay? Boah, was ist das für ein Ding? Wow, okay. Wir sind im toten Winkel. Bereit machen. Nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Schweden. Oh, da geht's mir gleich viel besser. Fortress! Hier ist Tombstone 3. Sind in Position. Sprengung vorbereitet. Wie ist euer Status? Over! Wir sind fast erledigt, also jagt es hoch! Hannah, drück den Knopf! Verdammt! Da stimmt was nicht! Es ist rot, keine Verbindung! Wrecker? Scheiße, gib mal her! Shit!
Wir müssen noch mal runter. Na gut, es muss nur einer von uns gehen. Wrecker, hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut, gib sie her. Du riskierst dein Leben nicht, Hannah. Ich bin Iris, schon vergessen? Der Glückspilz. Gib sie mir, Wrecker. Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4. Dein Land braucht dich lebendig, Hannah. Du machst das nicht. Punkt. Komm schon, Wrecker. Kann ich auch selbst einfach gehen? Jinji und alle auf dem Schiff sterben werden. Wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf, Wrecker. Iris! Verdammt. Alles klar, kann losgehen. Los, Wrecker, drück den Knopf. Die Explosion bringt ihn um. Verdammt nochmal. Tumpstop. Kack das Schiff hoch. Jetzt. Verdammt, Iris. Hau da ab. Zwing uns nicht, das zu tun. Rette die Valkyrie. Drück den Knopf, verdammt. Kommt er nicht weg. Valkyrie. Wir haben keine Wahl. Hört mir zu. Man kann Schiffe versenken. Man kann Leute auslöschen. Aber eine Vision kann man nicht töten. Okay? Wir überleben. Wir sind Überlebende, Tombstone. Tombstone, hier Gatekeeper. Wir haben die Kontrolle über Suez zurückerlangt. Habt ihr da unten jemanden gefunden? Negativ, Gatekeeper. Keine Überlebenden. Ich korrigiere. Keiner außer uns. Ja, und das war's mit Let's Play Battlefield 4, zumindest für den Singleplayer. Wie soll ich sagen, ich hatte eigentlich auf Abdrücken gedrückt, aber irgendwie war es entweder schon zu spät oder... ich weiß es nicht. Naja. Oh, und hier wird sie von jemandem verabschiedet. Ich war früher gern in den Bergen. Mir gefiel diese Ruhe. Ja, ich hatte einen Onkel. Onkel Jay. Er hat mir alles gezeigt, was man wissen muss, um auf dem Land zu überleben. Ich dachte, du wärst ein Stadtmensch. Stimmt, und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach, was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder? Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wäre besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hannah. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau. Ganz genau. So, ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich abdrücken, hat aber nicht ganz funktioniert. Macht aber nichts, es gibt ja verschiedene Enden, wie man sich das vorstellen kann. Man kann beide runterschicken, man kann leider nicht selbst gehen, das habe ich versucht. Vielleicht habe ich deshalb zu lange versucht, deswegen hat es nicht funktioniert. Naja, also an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Projekte wieder. Bis dahin einen schönen Resttag. Macht's gut!